Wovon bei diesem Thema mit den Längen und Kürzen ganz viel ausgeht, sind die Längen und Kürzen der Vokale, also der Laute A, E, I, O, U, Ü. Das sind die Buchstaben A, E, I, O, U, Y, wobei das Y aus dem Griechischen ins Lateinische gekommen ist. Das ist nicht Urlatein. Das heißt, dass du Bücher brauchst, in denen die Längen der Vokale korrekt eingezeichnet sind. Kürzen müssen nicht eingezeichnet sein, weil alle Vokale, die nicht lang sind, automatisch kurz sind. Wir kommen also ohne Kürzenzeichen klar, solange die Längenzeichen wirklich korrekt eingezeichnet sind. Lange Vokale können auf zwei unterschiedliche Weisen in die Wörter reingeraten. Deswegen brauchen wir zwei verschiedene Bücher. Erstens, kann ein langer Vokal einfach in der Vokabel selbst drinstecken. Das ist wie auf Deutsch. Das heißt halt Apfel und nicht Apfel. Das ist einfach so. Und das heißt nicht Käse, sondern Käse. Das ist einfach so. Und auf Latein war das ganz genauso. Du brauchst also ein Wörterbuch, in dem die Längen zuverlässig eingezeichnet sind. Der Herr Christian Zegoll, der wirklich weiß, was er tut, empfiehlt da Langenscheidts großes Schulwörterbuch Lateinisch-Deutsch auf Grundlage des Menge-Güthlings, bearbeitet von E. Pertsch in der erweiterten Neuausgabe von 1983. Der zweite Weg, auf dem Längen in Wörter reingeraten können, ist der Weg über die grammatischen Bausteine. Wir wissen ja alle, dass Latein eine Sprache ist, bei der vielerlei wichtige Informationen über grammatische Bausteine laufen. Und auch die Laute in diesen grammatischen Bausteinen sind eben entweder lang oder kurz. Zum Beispiel ist die Akkusativ-Plural-Endung in der A-Deklination as und nicht as. Und das ist halt einfach so. Neben einem zuverlässigen Wörterbuch brauchst du also auch eine zuverlässige Grammatik, wo die Längen korrekt eingezeichnet sind. Ich empfehle hier den Rubi, der ist bewährt. Fußnote: Bei den grammatischen Bausteinen herrscht Klarheit, bei den Vokabeln kann es manchmal Unklarheiten geben. Also da kann es dir passieren, dass wenn du ein deutschsprachiges Lateinwörterbuch mit einem englischsprachigen Lateinwörterbuch vergleichst, in dem einen eine Länge steht und in dem anderen eine Kürze. Das heißt, es kann dir passieren, dass die eine Tradition einen Vokal für lang hält, den die andere Tradition für kurz hält. Das ist frustrierend. Also vor allem, wenn man es halt richtig machen möchte, und man dann eben feststellt, ich kann das jetzt in dem Moment nicht richtig machen. Ich kann nur sagen 50-50, beides mal ausprobieren und ich weiß es halt einfach nicht. Das ist nur eine der Schwierigkeiten, die wir treffen können. Wir werden auch noch andere Schwierigkeiten ansprechen. Das heißt, es ist auch wichtig, sich von einem zu hohen Perfektionsanspruch frei zu machen. Weil wir einfach immer wieder auch an Punkte kommen, wo man vielleicht auch einfach sagen muss, ja, ich weiß es einfach nicht. Also zur Not, wenn nichts mehr geht, ruhig durchatmen, Tee trinken. Ich lebe ja in England, da ist Tee immer das beste Mittel, immer die beste Lösung. Und dann halt zur Not auch mal als Motto sagen, ich lasse das jetzt so. Das Thema lateinische Dichtung, kann wahnsinnig viel Spaß machen und ich wünsche dir diesen Spaß.